Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der vierten Episode vom Manager Muss Hertha BSC. Ihr merkt, ich power gerade ein bisschen. Dem Manager Muss schon die vierte Episode in Folge vom Manager. Das liegt daran, weil Manager einfach momentan, das heißt Manager, der Karrieremodus viel mehr Spaß macht als der Ultimate Team Modus. Ich habe viel mehr Freude daran, dieses Team aufzubauen mit Hertha BSC. Aber letztlich sah es nicht gut aus. Eine sehr unglückliche Niederlage beim momentan Tabellenzweiten VfB Stuttgart hat uns, ein bisschen demoralisiert. Nach einem richtig guten Saisonstart hatten wir 5 Punkte, glaube ich. Ein Sieg, 2 Unentschieden waren es, glaube ich, irgend sowas. Und jetzt sind wir halt ein bisschen da abgerutscht. Wir sehen es, 4 Spiele, 5 Punkte. Was jetzt auch noch nicht schlimm ist, nur ich hoffe jetzt, dass es nicht irgendwie mehr Niederlagen folgen. Hier seht ihr noch, ich habe Kluge und einen Jane auf die Transferliste gepackt. Hier denke ich jetzt nicht nach Realismus, weil in echt würden die nie verkauft werden, aber nach FIFA, weil die werden sich nur noch verschlechtern, haben beide noch einen ganz ordentlichen Marktwert, der noch was bringt zu verkaufen. Also verkaufen wir die, also beziehungsweise tun sie auf die Transferliste. Dann habe ich noch ein, zwei Spieler auf der Wunschliste. Auf den Flügel Matthew Lecky, den habe ich einfach raufgetan, weil er ganz interessant ist. Wäre auch realistisch, weil er aus der zweiten kommen würde. Ist da momentan ein absoluter Leistungsträger beim FSV Frankfurt. Wäre ganz interessant. Dann haben wir noch Tobias Müller, den ich mir sehr, sehr sicher holen will, weil er einfach ein sehr, sehr starker Spieler ist. Meiner Meinung nach, den hatte ich schon vor FIFA, am Ende von FIFA 13, also noch Monate bevor FIFA 14 rauskam, auf der Liste in meinem Karrieremodus zu holen, weil der ja sehr, sehr stark spielt bei Dresden. Wieder realistisch wäre, weil er halt auch in der zweiten spielt und da beim schwächeren Verein, wenn dann erstiges anklopft, dann ist der bestimmt ganz Ohr. Dann haben wir noch darunter den Sean Parker, dazu ist er auch noch 20 Jahre alt. Dann haben wir noch Sean Parker und Peniel Mlapa, beide eher schwer zu kriegen, weil die im höheren Millionenbereich so rangieren, schätze ich jetzt mal, während Müller hoffentlich noch unter einer Million ist. Und ja, hier machen wir auch gleich die Anfragen und sehen die dann nach dem nächsten Spiel, beziehungsweise gucken dann mal, was da so kommt. Lecky machen wir auch eine Anfrage, beziehungsweise ich glaube schon nach dem nächsten Spiel ist dann schon der, ist dann schon die letzte Transferphase, wenn ich mich nicht ganz irre. Auf jeden Fall gucken wir mal hier. Können wir jetzt nicht sehen, wenn wir spielen drücken. Ich glaube, genau nach dem Spiel gegen Wolfsburg ist schon die Transferphase, läuft die ab. So, wir kommen jetzt aber erstmal gegen VfL Wolfsburg, die sich einen Dumbia geholt haben. Einen gottverdammten Dumbia und haben damit ein Olic und ein Dost auf der Bank, richtig krass. Auf jeden Fall Dumbia im Sturm, der schnelle Mann, wird sehr schwer zu halten sein. Sonst eigentlich auch, wie gesagt, Wolfsburg immer eine stabile Mannschaft. Letztlich finden sie sich immer besser zusammen. Haben jetzt aber eine Niederlage gegen Braunschweig kassiert, also auch nicht ganz toll. Wir kommen wieder mit der gleichen Aufstellung wie immer. Wie gesagt, Wolfsburg ein bisschen unberechenbar. Sie sind als Team nicht sehr stark, aber können halt durch einzelne Klasse immer wieder überzeugen und Akzente setzen. Das heißt, wir müssen hier vollkommen aufmerksam sein und versuchen, mindestens einen Punkt hier aus Wolfsburg zu entführen. Natürlich ist das sehr, sehr hoch gezielt. Das sollte auch nicht wirklich unser Ziel sein. Wir wollen sie gut verkaufen und zeigen, dass es nicht nach unten geht. Das gelingt aber nicht so gut in der Anfangsphase. Wir sind in der vierten Minute. Dumbia macht das da richtig gut. Van den Berg hat das eigentlich schon alles unter Kontrolle. Und dann macht Pekarik da den völligen Blackout. Dumbia mit einem Haken vorbei an Brooks. Mit einem Haken vorbei an Van den Berg. Der Abschluss war dann aber schlecht. Richtig krasser Aussetzer da. Richtig ekelhaft gemacht von Pekarik. Und dann hier wieder Dumbia in der zehnten Minute mit einem Seitfallzieher. Der Aktivposten im Spiel von VfL Wolfsburg hat uns wirklich keine Chance gelassen hier zu verschnaufen, weil jetzt sind auch schon 2 Minuten später. Nächster Abschluss, diesmal ist es Kuh aus der zweiten Reihe. Kraft kriegt aber hier noch die Fäuste hoch und klärt zur Ecke, die dann aber nichts einbringt. Wie gesagt, Dumbia war bis diesem Punkt ein absoluter Leistungsträger, bei dem alles lief über ihm, alle Angriffe. Wir hatten da eigentlich ja sehr viel zu tun. Dann hier eigentlich das 1:0, aber mit Riesenglück schaffen wir es da, uns ein Abseits rauszumogeln. Also bis jetzt wäre dieses Tor völlig verdient gewesen, da wir bis jetzt, glaube ich, noch keinen Abschluss hatten. Dann wieder Dumbia, der zu schnell ist, um zu halten, sondern klären da, glaube ich, Brooks war es und Kraft zusammen. Dann schließt er da außen nicht ab, was ich nicht verstehe, und dann ist halt wieder Lustenberger da, um zu klären. Also letztendlich sehr, sehr glücklich, was bisher da auf dem Platz verläuft, weil dann kommt nochmal Vierin ja ganz durch seinen Pass in die Mitte. Fängt Kraft aber locker ab, wirft den Ball dann auch gut ab und dann versuchen wir mal zu kontern. Bis jetzt 0 in der Offensive aktiv und das auch wegen solchen Dingern. Ramos mit einem absoluten grauenhaften Pass. Dann dieser Chip in die Mitte. Was macht denn der da bitte in der Verteidigung, der gute Langkamp? Ist so groß und kann dann nicht hoch genug kommen, um den Ball wegzuköpfen. Riesenglück wieder, dass Dumbia da nicht zum Abschluss kommt. Dann sind wir in der 38. Minute, wo wir uns dann endlich wieder mal nach vorne wagen. Und da habe ich mich so aufgeregt, weil ihr habt es gerade unten gesehen. Lustenberger wird dann gezogen und gezerrt. Absolutes Foul, muss man pfeifen, wenn wir da den Ball nicht behalten. Er lässt weiter spielen und daraus entwickelt sich natürlich ein gefährlicher Angriff. Dumbia spielt in die Mitte auf Kuh und Kuh ist eiskalt ins kurze Eck. Und da habe ich mich so aufgeregt, weil erstens ist es absolut verdient, aber es ist in der 41. Minute, wir hätten es dann noch über die Halbzeit bringen können. Und zweitens
ist es auch noch so unverdient wie in dem Fall von Lustenberger. Und dann hat der diese Mann diese Riesenmöglichkeit, sein erstes Saisontor zu erzielen. Und wieder soll es nicht sein. Adrian Raum ist einfach fast verflucht, will man schon sagen. Weil er einfach in der letzten Zeit sehr gute Möglichkeiten aussetzt und sonst eigentlich dafür bekannt ist, seine Chance zu nutzen. Hier ganz, ganz schlechte erste Berührung. Da wollte ich ihn mir eigentlich auf dem ersten, auf dem rechten Fuß legen. Aber dann macht er den erste Berührung viel zu weit weg und dann gibt es keine Chance. Dann wieder eine 66. sind, war sehr, sehr schön rausgespielt. Der Konter von Adrian Ramos in Co-Produktion mit Benatira war es, glaube ich. Aber Ramos Abschluss wieder nicht platziert genug, um da wirklich für Gefahr zu sorgen. Die darauf folgende Ecke kommt auch gut rein in den Rückraum auf Langkamp, der mal den Schuss probiert. Das war wirklich unsere erste gute Möglichkeit, aus der auch mehr hätte stammen können. Dann sind wir auch schon in der Schlussphase und wieder kommt Wolfsburg über Kuh, der immer besser wurde. Dumbia, wie gesagt, das ganze Spiel schon richtig stark. Lässt sich fallen und nimmt den Ball dann wieder mit nach vorne. Hier kommt er nicht ganz ran, aber dann so eine ungeklärte Aktion, gibt den Ball sofort zurück. Und dann ist man hinten natürlich unachtsam. Alle waren in der Vorwärtsbewegung. Caligiuri auf der rechten Seite macht das da ganz stark, flankt den Ball rein. Dumbia ganz menschenallein gelassen von zwei Verteidigern, von Perkrick und Langkamp, die da im Nirgendwo stehen. Und somit verlieren wir dieses Spiel auch absolut verdient. Da kann ich nichts sagen. Verdient mit 2:0. Das war eine grauenhafte Vorstellung von uns. Und da muss man sich absolut bessern, weil so geht das nicht weiter. Wir müssen uns hier ein bisschen zusammenreißen. Erst diese 2-1 Niederlage gegen Stuttgart, die absolut unverdient war, da haben wir das Spiel komplett dominiert. Und dann jetzt aber diese Kehrtwende, ein absolut verdientes wiederum 2:0, das aber auch hätte nicht sein müssen. So, und jetzt sind wir auch in den letzten, 10 Stunden gekommen in der Transferphase. Wir sehen es hier, man kann da so rumflicken und die Zugänge angucken, zum Beispiel Bayern, Koch wurde von Dortmund geholt, eine Neuverpflichtung, Lewandowski ist für 35 Millionen gegangen, sonst relativ wenige Verpflichtungen in der Bundesliga, innerhalb der Bundesliga, Bayern noch nichts, Schalke noch nichts, Hamburg hat sich schon Borges und Zahar von uns geholt, Abgang war Dropny für 1,3, sehr aktiv waren die Hannoveraner, haben sich Gentner geholt, Schlaudraff und Diouf abgegeben und wir sind natürlich auch sehr aktiv, Wagner und Janka verkauft, Sprint, Sierre, Andrich verliehen. Und ja, dann gehen wir auch, starten wir noch direkt rein, indem man einfach drauf drückt und dann geht die Zeit runter. Das heißt, es gibt da keine große Animation. Sehr, sehr geil gemacht. Gefällt mir sehr, sehr schön, dieses neue Outlay von dem Tag. So, und dann sehen wir die Anfragen. 625.000 für Müller, 925.000 für Lecky und 6,5 und 2,1. Die letzten zwei können wir uns gar nicht mal im Ansatz leisten, aber Matthew Lecky und Tobias Müller bleiben eine interessante Option. Da habe ich mir gedacht, soll ich jetzt nochmal runterpushen oder was soll ich machen? Da habe ich mich letztlich entschieden für eine ganze Laie für eine Saison mit der Kaufoption von 625.000. Wir hätten ja dann noch Geld übrig, wenn wir jetzt nicht Lecky für die 2 Millionen kaufen. Wir haben 3 Millionen Transferbudget. Auch wenn wir Lecky verkaufen, hätten wir immer noch genug Geld, um theoretisch am Ende den Müller zu stellen, wenn er denn dann versprechend aussieht. Für Lecky habe ich mir dann gedacht, komm, die Zeit läuft ab, bieten wir einfach die 925.000. Und den Rest lassen wir mit dem Lapa und Sean Parker, das würde eh nichts werden. Aber wie gesagt, Müller ist ein Riesenprospekt, den für die ganze Saison zu leihen, um zu gucken, wie er sich so einfindet bei Hertha. Und dann halt noch, wenn er dann wirklich ein Prospekt ist, den dann zu halten, ist natürlich ideal. Und wir hoffen darauf, dass die Jungs aus Dynamo Dresden sich das gut überlegen und vielleicht auch annehmen. In echt wäre das natürlich unrealistisch, dass sie es annehmen würden, wenn würden sie ihn verkaufen, weil sie das Geld nehmen würden. Aber sie würden ihn nicht Laie gehen lassen, weil das macht man ja nur mit Spielern, die man selbst nicht braucht. Und sie spielen relativ offen mit Müller. Das heißt, wenn Dynamo Dresden den überhaupt abgeben würde, wäre es maximal für eine Ablöse. So, wir sehen hier, die Zeit geht runter, noch nichts Neues. Und dann kommt das Leihangebot. Sie sagen wie immer, dass sie sich jetzt überlegen müssen, weil sie ihn dann am Ende ganz verlieren würden vielleicht. Und werden sich bald wieder melden. Dann kommen sie aber wieder eine Stunde später, was glaube ich. Oder ist es der? Nee, das ist doch, das ist ein Transferangebot für Perdijay. Die haben hier gesagt, schon ganze 50.000 über Marktwert. Dann habe ich gesagt, komm, da zögere ich jetzt nicht rum und gebe ihn ab. Lieber das Geld jetzt nochmal reinholen, anstatt jetzt hier nochmal lang rumzumachen und hier noch versuchen, ein paar 50.000 rauszuholen. Dann gehen wir wieder ins Büro rein. Wir sehen, da ist ein bisschen Geld draufgeschwappt. Erstmal Angebot akzeptiert für Lecky, dann der Spieler verkauft. Immer noch keine Antwort von Dresden und Müller. Das hat mich langsam beunruhigt. Wir machen ein Angebot für Matthew Lecky. Und ja, hoffen dann immerhin weiter auf Müller, dass der Verein sich jetzt mal meldet. Wir haben nur noch 3 Stunden auf der Uhr, wir drücken weiter, 2 Stunden gleich, weiter drücken wir noch nicht genau, da gucken wir nochmal durch, keine wirkliche Neuverpflichtung. Piszczek ist jetzt auch weggegangen von Dortmund, also der nächste große Abgang, das war aber so alles, was wirklich groß passiert ist, Bayern immer noch ohne Neuverpflichtung, und sonst blieb alles gleich, dann drücken wir weiter, 2 Stunden, da haben wir jetzt endlich eine Nachricht im Büro, gucken wir auch mal rein und die Entscheidung ist, dass sie annehmen, wir können diesen jungen Mann Tobias Müller zu uns holen. Ich hoffe, dass er über eine 60 hat. Ich weiß nicht, wie sie ihn hier einschätzen. Und ja, haben dann immer noch die Leihoption, beziehungsweise die Kaufoption für Ende der Saison, ihn dann letztendlich
zu einem Herr Tanner zu machen. Dann Lecky kommt gar nicht erstmal mit einer Antwort rüber. Der Mann bleibt in sich geschlossen, anscheinend. Ja, sehr unprofessionell eigentlich. Gibt uns nicht mal eine Antwort, sondern sagt einfach nichts. Und ja, damit können wir das beziehungsweise abschreiben. Dummer Charakter, wollen wir auch nichts damit zu tun haben. Dann löschen wir hier diese ganzen Kein Glück in Russland Sachen und so weiter und gucken uns erstmal an, wie gut ist denn eigentlich Tobias Müller von Dynamo Dresden. Ich hatte ja den gar nicht gescoutet, das ist mir viel zu spät angefangen. Wir sehen es ganz unten, eine 62 und er hat ganz ordentliche Werte. 78 Antritt sind vollkommen okay für einen 20-Jährigen. Ich dachte, er ist leicht langsamer, 58 Stärke ist noch verbesserungswürdig. Aber dann habe ich mir gedacht, nehmen wir ihn erstmal mit für einen Dongu Zafak und gucken, ob er sich vielleicht dann nochmal bewähren kann in den kommenden Spielen. Gucken uns dann nochmal an, ob wir irgendeinen rausnehmen wollen. Ah ne, ich habe Dongu gar nicht rausgenommen. Aha, also ich dachte, ich hätte Müller mitgenommen für Dongu. Habe ich gar nicht. Ich habe Dongu drin gelassen und Müller erstmal nur in der Reserve. Wir gucken auf die Tabelle. Tabellenplatz 11 jetzt schon mit 5 Punkten. Wir rutschen immer weiter ab. Freiburg kommt in einem 4-4-2. Lässt ein paar Spieler auf der Bank. Und hier ist es ja ganz komisch. Ich gebe das jetzt schon mal vorweg, das Ergebnis. Es ist 0-0 ausgegangen. Ein Unentschieden. Und ich habe keine einzigen Highlights rausgesucht. Ehrlich gesagt, das ist nur, weil dieses Video sonst 15, 16 Minuten lang gewesen wäre. Und das ist mir zu lang für Spielepisode. Die will ich eigentlich immer unter 12 Minuten halten. Und das ist jetzt schon deutlich überschritten mit 14 Minuten. Das heißt, ich werde jetzt einfach zum Ende springen. Das spart uns extrem viel Zeit und das Video ist eh schon 14 Minuten ohne dieses Spiel. Es geht 0-0 aus. Ich glaube, es gab ein paar Highlights, klar. Aber die sind jetzt hier nicht drin. Wir sehen hier nur nochmal den Anstoß und dann gleich wieder den Abpfiff. Was natürlich auch was ist, ne? Immerhin. Wir sehen hier nochmal schön die Skills von Baumjohann und dann in der 90. Minute noch den Konter von Freiburg, der aber nichts wird, weil Mehmedi sich da ein bisschen verzettelt. Macht aber eigentlich ganz gut, wenn ich mir das jetzt mal so angucke. Aber letztendlich, wie gesagt, zu verspielt. Und dann ist der Abpfiff auch da. Und ja, wir holen einen Punkt, was auf jeden Fall eine Besserung ist im Vergleich zu den letzten zwei Niederlagen in zwei Spielen. Wieder ein Punkt und das wollten wir jetzt umbrechen zu einem Sieg. Wir sind auf Tabellenplatz 11 geblieben, jetzt mit 6 Punkten. Und jetzt wollen wir den nächsten Sieg holen hier gegen Mainz 05. Müller wieder auf der Bank, hatte glaube ich eine Einwechslung, ist ganz ordentlich rübergekommen. Jetzt aber noch keine großen Szenen von ihm. So. Wir kommen wieder mal mit der gleichen Startaufstellung wie immer. Ich rotiere nicht viel. Das gehört nicht wirklich in das Prinzip. Sie überraschen mich, haben schon ein paar auf der Bank. Svensson auch auf der Bank, der eigentlich meiner Meinung nach, glaube ich, ein Stamminnenverteidiger ist bei Mainz 05. Anscheinend nicht hier. Moritz im defensiven Mittelfeld haben sie sich auch zugelegt. Ich glaube, der hat bei Schalke davor gespielt. Auf jeden Fall mit voller Freude und Hoffnung starten wir das Spiel. Und übrigens, ja, sind da in diesem Spiel auch Tore reingemacht. Ich habe keine Highlights gemacht. Weil es einfach dann, wie gesagt, zu lang geworden wäre. Wir sehen ja auch gleich das erste Tor von Sebastian Polter. Das war sehr, sehr bitter, schon so früh in Rückstand zu gelingen. Und es sah wirklich nicht gut aus. Der nächste Angriff war dann auch wieder gleich ein Tor für Mainz. Das ist der nächste in der 72. Minute. Bis dahin hatten wir sehr, sehr gute Möglichkeiten. Das muss ich jetzt mal erwähnen. Wir haben die nicht dominiert, aber wir waren sehr gut im Spiel und auf dem besten Wege zum Ausgleich. Es sah mehr nach einem 1-1 aus als einem 2-0. Dann kam es eiskalt von Sahin. Und dann ging es einfach so weiter, die Abwärtsspirale. Es war absolut bitter, so zuzusehen, wie wir dann auseinandergepflückt wurden hinten. Und letztendlich verloren wir das Spiel dann auch mit 4-0. Jetzt kommt gleich nämlich noch ein Tor. Extrem das Ding. Und ich muss mir jetzt wirklich was überlegen, damit wieder mal Punkte reinkommen. Weil langsam wird das echt fraglich, was wir da auf dem Platz leisten. Weil teilweise ist es ganz okay, aber wenn wir dann noch ein Gegentor kriegen, wenn wir mit einem Tor hinten liegen, schaffen wir es meistens noch. Oder spielen gut, aber ein zweites Gegentor haut uns dann raus. Langkamp sieht auch gelb-rot, wie ihr es gerade gesehen habt. Der wird im nächsten Spiel fehlen. Das war jetzt von dieser Episode. Die Zeit läuft weg bei Frühstück Flexi. Ciao.